einmal schön am sächsischen Bayerischen Bahnhof. Beziehungsweise Bayerischen Bahnhof. Sächsisch-Bayerische Staatseisenbahn. Alter, wir stehen gefühlt vor dem Ding und ich krieg alles drauf. Ja. Das ist nicht normal, aber ich muss übelst abblenden, Alter. Das sieht man gerade. Was meinst du mit Tippen? So. Ein Stück zurückgehe ich mal noch. Ja, ich habe das schön vernünftig drauf. Ich komme nicht so nah ran. Nein. Das wird gerade nichts. Gott, oh Gott, oh Gott, ich knall noch in die Sache. Schön unten. Das geht hoch. Kriegt das vernünftig durch? Nicht wie gedacht, aber es ist auch ein schönes Bild. Was hast du? Das heißt bei dir ultraweit liegt. Lass mich nicht mehr weiter fressen. Zeig mal. Okay. Das ist. Warte mal. Mal Vergleich daneben. Du kriegst sogar ein bisschen mehr drauf als ich, ey. Das ist doch normal. Kriegst ja auch noch mehr drauf als ich mit 17 mm. Lass mal runtergehen. Da unten wollte ich vor allem nochmal hin. Definitiv zu tief. Festmachen. So. ISO 100.
Ist hier kalt? Ach ne, das ist schon vorbei. Sehen wir mal ab, wir schauen uns die Ergebnisse mal an. Links die Bahn vernünftig drauf. Hier sogar noch ein paar Leisten. Der Typ, der jedes Mal hier rumdackelt, rechts die Bahn, sehr gut. Und dann hier noch. Soll ich dann alles zusammen mal gucken, wie es wird. Gut. Das ist ja gut. Zu kurz. Ich die Weile mal noch kurz zusammen. Alter, lecker, über die ganzen Vogelhaftungen, ey. Yeah. Na, wenn die ganze Zeit hier rumfliegen, ne? So. Für 21,15. Ui. Ja, das stimmt natürlich. So, jetzt muss er suchen. Was braucht er? Braucht er dann schon eine Weile zum Suchen. Manchmal. Kommt aber auch die Lichtverhältnisse an. Hier ist ja alles so ziemlich Ton in Ton, wenn du mal so siehst. In dem Fall der Objektiv. Die andere habe ich gerade drin. Ich finde das ganz lustig. Da kannst du schnell hin und her tauschen, dann geht das schon. Ne, eine fünfte mal jetzt mal. Nehmen wir komplett auf Blende 4. Geht. Dann muss ich auf Mitte stellen und dann geht das. So, bist du soweit? Ihr tut jetzt nacheinander rutschen. Erst nehme ich den einen und dann den nächsten. So, oder? Ja, das wäre nicht schlecht. Bist du soweit? Und los. Jo, jetzt wird. Komm. Und los. Ah. Na? Ich dachte, ich sterbe. Okay. Willst du mal probieren? Ja. Ich habe auf Mitte gemacht, du musst im Prinzip nur draufhalten und dann durchziehen. Oh. Und los. Sah es gut aus? Kann mir wieder hochhelfen? Mein Hintern wird kalt. Das Schöne ist, ich hab's drauf. Oh, hätte man hier mal kurz meinen Rucksack, dass ich mich abklopfen kann? So, und damit sind wir am Ende unserer kleinen Streetrunde. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, auch einen Daumen nach unten. Hilft.
Mehr hilft natürlich, wenn ihr in die Kommentare haut, was euch nicht gefallen hat. Der Look, die Farben, das Color Grading, haut's einfach wirklich rein. Das hilft wirklich top. Das war jetzt der erste Versuch von meinem Street-Video, von der ganzen Reihe, was jetzt kommen soll. Und deswegen, ich bin noch am Arbeiten für den perfekten Look. Deswegen haut Tipps raus, haut Kommentare raus, schreibt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und auch gerne ein paar Spots. Wenn ihr irgendwelche geilen Spots in eurer Stadt kennt, könnt ihr mir auch gerne per Instagram schreiben. Den Link haue ich unten in die Beschreibung rein. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Denn es werden noch einige kommen, definitiv. Und um das Ganze nicht zu verpassen, wäre es cool, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und die Glocke natürlich, dann kriegt ihr das immer direkt mit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.